Viele Kinder und Jugendliche kennen Kopfschmerzen. Zwar gibt es ganz viele unterschiedliche Kopfschmerzarten, doch die häufigsten sind Spannungskopfschmerz und Migräne. Diese beiden zu unterscheiden ist super wichtig und meistens auch gar nicht so schwierig. Spannungskopfschmerzen sind die häufigsten Kopfschmerzen. Du kannst sie jeden Tag oder nur ganz selten haben. Das ist bei jedem anders. Häufig sind es leichtere, drückende Kopfschmerzen, die nicht total schlimm werden, wenn du körperlich aktiv bist. Oft werden sie sogar besser, wenn du eine Weile Sport machst oder spazieren gehst. Wenn du hingegen Migräne hast, bekommst du ab und zu, einmal pro Woche oder auch nur einmal im Monat, einen sehr starken Kopfschmerz, meist nur an einer Stelle des Kopfes. Der Migräne-Kopfschmerz wird sofort viel schlimmer, wenn du auf der Stelle hüpfst oder Treppen steigst. Oft fängt es dann heftig an zu pochen in deinem Kopf. Wenn du diesen Kopfschmerz hast, denkst du gar nicht daran, ein Workout zu machen oder Fußball zu spielen. Häufig wird der Schmerz so stark, dass du ihn fast nicht aushalten kannst und unbedingt Ruhe brauchst. Während einer Migräneattacke stören dich zudem Licht oder Geräusche. Dir ist vielleicht auch übel oder du musst dich übergeben. Es kann sein, dass du nur einen der beiden Kopfschmerzarten hast. Entweder Spannungskopfschmerzen oder Migräne. Dann fühlt sich dein Kopfschmerz immer sehr ähnlich an. Wenn du jetzt aber denkst, mein Kopfschmerz ist nicht immer gleich. Manchmal sind die Kopfschmerzen total stark und werden echt schlimm, wenn ich mich körperlich anstrenge. Dann stören mich auch Licht oder Geräusche und mir ist übel. Aber an anderen Tagen habe ich einfach nur drückende Kopfschmerzen, die oft gar nicht so stark sind. Mir ist dann gar nicht übel. Licht und Geräusche stören mich an diesen Tagen auch nicht so übermäßig. Dann hast du vielleicht an manchen Tagen Migräne und an anderen Tagen Spannungskopfschmerzen. Es bestehen also drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Du hast ausschließlich Migräne. Möglichkeit 2. Du hast ausschließlich Spannungskopfschmerzen. Oder Möglichkeit 3. Du hast an manchen Tagen Migräne und an anderen Tagen Spannungskopfschmerzen. Beide Kopfschmerzarten zu unterscheiden ist wichtig, weil sie unterschiedlich behandelt werden. Wie? Das erfährst du in dem Video über Spannungskopfschmerzen oder in dem Video über Migräne.